beziehungsweise eigentlich sind es zwei Vorträge. Herr Gerhard Killesreiter wird erstmal was über den Drupal-Verein erzählen und danach über die Infrastruktur von Drupal.org. Jo, vielen Dank. Der Drupal-Verein ist eine relativ Neuerscheinung im Drupal-Universum. Drupal ist 2001 gestartet worden als, ja, als BBS, würde man sagen, für ein Studentenwohnheim, bewohnt von unter anderem Dries Bultert. Und der hat eben mit Drupal angefangen. Erstmals wurde 2001, gab es die Version 3.0. Da wurden viele Leute erstmal auf Drupal aufmerksam, so auch ich. Seitdem gab es dann 9 weitere Versionen, Abstand von 6 bis 12 Monaten. Wir versuchen so mal so im 9-Monats Entwicklungsrhythmus zu bleiben. Wer Drupals Entwicklungsmethode nicht kennt, wird etwas überstaunt darüber sein. Es ist so, dass wir jedes Mal unsere Schnittstellen gründlich umarbeiten, mit dem Resultat, dass sie dann nicht mehr zur vorhergehenden Version kompatibel sind, aber die Daten werden jeweils herübergerettet. Das ermöglicht uns eben auch eine sehr flexible und sehr progressive Entwicklungsmethodik. Und Ende 2006 wurde dann eben in Belgien, in Antwerpen, um genau zu sein, dann der Drupal-Verein gegründet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich? Unter anderem hat Drupal als Projekt seit 2005 am Google Summer of Code teilgenommen. Da ist es so, dass ein Student, der ein gewisses Projekt bearbeitet, bekommt da 4.500 US-Dollar dafür, wenn er das erfolgreich macht. Und 500 Dollar bekommt das betreuende Projekt. Wenn man also 10 Projekte hat, hat man also 5.000 US-Dollar. Nur, wem gehören die rechtlich eigentlich? Ja, ist schon klar, dass Dries die nicht irgendwie verjubeln kann. Aber er möchte sie auch nicht auf sein Privatkonto haben, sondern er müsste dafür noch Steuern zahlen oder sowas. Nicht? Da muss man, also, man braucht eine rechtliche Struktur, wo man derartige Gelder lassen kann. Und wo man auch diskutieren kann, was macht man jetzt eigentlich damit. Ja? Wir haben zum Beispiel auch eigene Server gekauft aus Spendenmitteln, die von der Community gespendet worden sind, beziehungsweise wir haben einen Server geschenkt bekommen von Sun und ja, wem gehört der, ja, rein rechtlich betrachtet. Und zum Beispiel, wir haben auch Entwicklertreffen in Brüssel, in Nordamerika haben wir welche, wir haben das nächste Entwicklertreffen ist in Barcelona, in Spanien, jetzt im September. Das kostet Geld, wer finanziert das, wer verwaltet das und derartige Sachen. Und generell treten Leute an uns heran, die wollen uns gerne etwas Gutes tun und spenden, aber auch da ist wieder die Frage, das kann man ja nicht nur bei PayPal liegen lassen. Ja? Und die Frage ist auch, Drupal hat sich über die Jahre stark entwickelt und ja, das muss ja, soll noch besser werden und es ist aber auch so, dass eben Leute, die eben viel an Drupal arbeiten wollen, ja auch irgendwelche Rechnungen zu bezahlen haben. Und vielleicht kann man Möglichkeiten schaffen, Leute zu unterstützen für spezielle Aufgaben, die als im Interesse der Gemeinschaft stehen, definiert werden. Der Vorsitzende vom Verein ist eben Dries Bultert, der Gründer von Drupal. Sekretär war bis vor kurzem Stephen Wittens. Er wurde jetzt ersetzt durch Angie Byron. Kassenwart ist Dries Knafen. Und weiterhin gibt es noch 5 weitere Vorstandsmitglieder, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Werbung, Kommunikation, Infrastruktur und so weiter und so fort. Einwerben von Spenden ist natürlich auch wichtig. Dann gibt es noch Vereinsmitglieder als permanente Mitglieder, die für die Kommunikation mit der Entwicklergemeinde zuständig sind. Es ist dann, wird natürlich gedacht, diese Zahl muss natürlich erhöht werden, aber wir haben ja erst letztes Jahr angefangen. Nicht? Das geht langsam vor sich. Jeder kann jetzt seit neuestem privates oder Firmenmitglied werden. Privates Mitglied ist nicht dasselbe wie ein permanentes Mitglied. Das sind irgendwelche belgischen Regelungen. Genau, wenn man das jemand genau wissen will, der kann das auf der Website nachlesen. Also wenn jemand ein privates Mitglied ist, ist das im Prinzip ein Fördermitglied, was man hier in Deutschland sagen würde. Nicht? Es kostet dafür auch nur ganz, ganz wenig. Es kostet nur 30 US-Dollar, das sind irgendwie 22 Euro pro Jahr. Diese Mittel gehen dann voll und ganz, werden die für den Drupal-Verein verwendet. Und Firmenmitgliedschaft auch relativ sparsam, 100 US-Dollar. Wir gehen damit eher auf das Massengeschäft raus, weil es ist ja oft so, dass eine Drupal-Firma besteht oft nur aus wenigen Leuten, oft nur aus einer Person.
Und wir wollen das also nicht allzu teuer machen. Und wir wollen hoffen dadurch, dass eben möglichst viele Leute eben dann Mitgliedschaften erwerben, sodass wir dann summa summarum auch auf höhere Summen kommen. Eventuell wollen wir auch noch anbieten, Sponsorenmitgliedschaften für Firmen, ja, die eben in dem Sektor aktiv sind und sich eben da was uns was gönnen wollen. Aufgaben des Vereins sind eben zum Beispiel Unterstützung beim Ausrichten von Veranstaltungen, eben Verwaltung, Annahme von Spenden und wir betreiben auch eben die Server von die Drupal.org und die anderen Webseiten, die Drupal mittlerweile hat, betreiben und wir wollen das auch ausbauen, um zum Beispiel auch für lokale Gruppen eventuell Hosting zur Verfügung stehen zu können. Wir machen Werbung, wir wollen auch Werbematerialien machen, das ist alles noch nicht so ganz da, ja? Ja, darum vermute ich das im Konjunktiv. Wir hätten eigentlich da sein sollen, aber... Wie meinst du, wie die ausschauen? Ja, das sind die Lullabot-Aufkleber. Lullabot ist eine Drupal-Firma, aber das ist nicht Drupal. Also, nein, es hätte so Buttons geben sollen, aber das hat leider zeitlich nicht geklappt. Wir sind da noch, wir haben zwar das Geld bewilligt, der Verein hat getagt und Geld bewilligt für das Erstellen von Buttons, aber es gab noch keine Muster und ich hoffe, wenn jemand nach Barcelona geht, dass es da dann Buttons geben wird und nächstes Jahr vielleicht auch hier. Dann sollen eben eventuell Drupal-Teilprojekte unterstützt werden, insbesondere Sachen, die mit der Drupal-Infrastruktur zusammenhängen, also zum Beispiel Verbesserungen des Projektmoduls und derartige Sachen. Dann haben wir auch ins Auge gefasst, eben Drupal-User-Gruppen, die sich ja mittlerweile auf der ganzen Welt bilden, zu unterstützen. Und ja, das ist so unsere Idee. Wir wissen noch nicht ganz, wie wir da rangehen wollen. Wenn da jemand Vorschläge hat, sind wir da gerne geneigt, die anzuhören und auf Machbarkeit zu überprüfen. Partnerschaft mit anderen Organisationen, da hat sich noch nichts wirklich ergeben, aber das ist auch eine Möglichkeit, die satzungsgemäß zu den Aufgaben des Vereins gehört. Man kann die Satzung auf der Website runterladen und Einholung von rechtlicher und finanzieller Beratung ist auch notwendig. Sachen, die man eben, also einmal, wenn man Geld hat, muss man auch wissen, was man damit machen darf, einmal rechtlich, weil der Verein sich ja an belgisches Recht halten muss und der weitere Sachen und wir sind ja alle keine Leute, die damit zu tun haben. Was eben Verein eben explizit nicht tut, ist eben, dass er mit der Entwicklung von Drupal zusammenhängt, irgendwas zu tun hat. Ja, auch nur. Er hat da keinerlei Einwirkung. Ist natürlich schon so, dass viele Vereinsmitglieder oder eigentlich alle Vereinsmitglieder auch Drupal-Entwickler sind. Ja? Aber das, wenn sie dann durch das Senden von Patches oder anderen Dingen dort aktiv werden, tun sie das in einer, dann haben sie nicht den Hut ihrer Vereinsmitgliedschaft auf. Ja? Das ist eine wichtige Sache, die haben wir gelernt aus diesem Desaster, das Mambo gehabt hat mit seiner Mambo Foundation da. Da gab es ja wohl einigen Ärger, ich stecke da nicht drin. Aber wir haben uns das zu Herzen genommen und gesagt haben, wir halten uns da raus, wir stellen die Grundlagen zur Verfügung als Verein, aber kümmern uns ansonsten nicht um die Entwicklung, das geht auch ganz gut. Wir arbeiten, wie moderne Menschen das tun, über IRC und treffen da uns da ungefähr einmal im Monat und beratschlagen das so 2 Stunden lang. Der Dries macht dann, irgendein Dries macht dann eine schöne Tagesordnung und wir haken das dann mehr oder weniger ab. Letztes Mal waren wir ziemlich wenige Leute, da ging das schön schnell. Ja, konkretes, was haben wir bis jetzt schon getan? Wir haben also einmal Open Source Lab unterstützt, das ist also unser Hoster gewissermaßen. Also wir haben da freies Hosting, aber die arbeiten auch auf Spendenbasis und wir haben gesagt, die hosten uns da so schön und wir überweisen denen mal was. Wir unterstützen hier auch diese Veranstaltung, Foscon. Einmal, ich glaube, wir haben einen Sponsorship gekauft oder sowas und zum anderen werden auch Sprecher wie Goba oder ich hier unterstützt durch Übernahme der Hotelkosten. Ja, wir haben Umfragen gemacht, wie viele Leute möchten die Leute gerne für ihre Mitgliedschaft zahlen. Vielleicht war das die falsche Frage und deswegen sind die Werte so niedrig.
Wir haben auch gefragt, was die Leute von Werbung auf Drupal.org halten, weil es klar, nicht, die Website hat einen PageRank, also zumindest die Vorderseite hat einen PageRank von 9. Da ist natürlich Werbung interessant, aber wir wollen auf der Hauptseite eigentlich keine Werbung machen, das kam bei dieser Befragung raus. Wir wollen eventuell Werbung machen im Bereich des Handbuchs, wo man dann auf Drupal Bücher, die andere Leute geschrieben haben, die man kaufen kann, hinweisen könnte. Oder das läuft jetzt ja auch experimentellerweise auch schon. Im Bereich der Drupal Services kann man Werbung machen für Drupal Unternehmen und so weiter. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die wir gerade ausprobieren auf noch relativ niedrigem Niveau. Das muss man mal gucken, was dabei rauskommt, nicht? Ob sich die Mühe lohnt, ob da die Leute wirklich Interesse haben, da signifikant Geld auszugeben und wir nicht nur damit Arbeit haben. Ja. Wir haben einen Steuerberater gefunden. Das war keine einfache Aufgabe, weil die Sache ist ja so, der Verein ist eingetragen in Antwerpen, in Belgien, aber die meisten Mitglieder sind gar keine Belgier. Und der Verein, die Server, die ihm gehören zum Beispiel, die stehen in den USA. Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Und so ein Wald- und Wiesensteuerberater tut es da nicht. Wir haben da aber jetzt nach einigen Suchen und viel Arbeit wurde da reingesteckt, wurde eine Firma gefunden in Antwerpen, die offenbar weiß, was sie tut und zwar dann auch nicht so teuer ist wie die anderen Angebote, die wir zuerst hatten. Es gab da Angebote, die uns leicht, wahrscheinlich das ganze Geld, was sie durch Mitgliedschaften reinbekommen, wieder gekostet hätten. Bestellen eines neuen Datenbankservers ist in Arbeit, ist auch nicht so einfach dadurch, dass der Verein in Belgien sitzt und die Server in den USA gekauft worden sind. Man möchte meinen, das sei so einfach, aber ist trotz Globalisierung nicht ganz nichts trivial. Und der Verein unterstützt natürlich auch die DrupalCon in Barcelona. Klar. Einmal durch finanziell auch, indem wir haben können jetzt nämlich gesagt, wenn uns jetzt ein Sponsor Geld geben will, können wir sagen, okay, wir haben hier ein Konto, überweisen Sie bitte dorthin und wir können auch eine Rechnung stellen. Ja, oder eine Quittung ausstellen oder so. Ja, was kann der Einzelne tun? Mitglied werden, spenden. Wir nehmen noch Geld. Damit ist dieser Teil des Vortrags auch schon zu Ende und wir kommen erstmal zu Zwischenfragen zu diesem Teil des Themas. Ja? Was habe ich als Mitglied davon, Mitglied zu sein? Kannst du dich gut fühlen? Ja, ich fühle mich gut. Das ist sehr viel, was ich da helfen wollte. Ich meine, es kostet auch nur 22 Euro. Was will man dafür erwarten? Wir haben ja die Umfrage gemacht, nicht? Wir haben eine Umfrage gemacht, was die Leute gerne hätten, ob es ihnen wichtig wäre, dass sie zum Beispiel freien Eintritt zu DrupalCons bekommen oder sowas. Nur ist natürlich klar, dass wir dann den Preis hätten höher ansetzen müssen. Und der Kieran Lahl hat das gemacht und hat das auf komplizierte Weise ausgewertet und kam zu dem Schluss, die Leute würden lieber weniger zahlen, aber dafür dann extra separat nochmal für DrupalCons bezahlen. Das kam eben bei dieser Umfrage so raus und das haben wir dann eben so zur Kenntnis genommen und haben uns dann dran gehalten, ja, was aus der Umfrage rauskam. Sonst hätten wir eben 100 Euro mindestens für eine Privatmitgliedschaft nehmen müssen. Ja. Und das wäre dann vielleicht vielen auch wieder zu viel gewesen. Und so ist ja auch so, dass vielleicht nicht alle Leute zu einem DrupalCon kommen können, weil ich meine, die Kapazität ist da auch beschränkt. Nicht? Wir haben da vielleicht 400 Leute oder sowas geplant dieses Jahr. Nächstes Jahr dann größer. Weitere Fragen? Stille im Walde? Doch? Ich habe noch eine Frage. Ja. Plant der Verein auch irgendwie so ein bisschen in die Struktur der Handbooks zum Beispiel einzugreifen und da mal was aufzusetzen, dass das für Anfänger oder weniger für Fortgeschrittene ersichtlich wird, dass man da schneller mal zum Ziel kommt? Weil es gibt ja viel Information, die man aber sehr kompliziert sich erkämpfen muss. Da plant der Verein momentan noch nichts. Ich weiß allerdings, dass wir haben ja ein Dokumentationsteam, nicht? Da kann also jeder, dem das ein Anliegen ist, mitarbeiten. Ich weiß zum Beispiel, dass der Chef von dem Dokumentationsteam, der Steven Peck, schreibt momentan ein Drupal-Buch, was dann auf der Website verfügbar sein soll als PDF. Also das sind Sachen, wo man eben sich durch Korrekturlesen oder sowas mit einbringen kann. Also solche Sachen planen wir also eigentlich noch nicht. Das ist noch Sachen, die wir der Community als solche überlassen. Das soll organisch wachsen. Ja. Das
ist so momentan. Aber man könnte natürlich das in nichts. Mach doch mal einen Vorschlag. Schick uns mal eine Mail, board@drupal.org. Noch Fragen? Gut. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal. Drupal, 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 Drupal.